Oh, ich habe eine E-Mail erhalten. Von Youporn. Ah, Tipico. Natürlich. Die Wettschulden. Nee, Schulden nicht. Ich wette da auch eigentlich immer nur, wenn die mir 10 Euro gratis wetten geben. Ich habe aber bis jetzt auch nur einmal was gewonnen. Also nicht bei Tipico, sondern noch ganz früher, 2011 rum. Ein Hodenklatscher. Für 3 Euro Einsatz und da habe ich einen 20 rausgeholt, weil ich halt nicht die risikoreichsten Wetten gemacht habe. Aber ich war ja auch nicht mal volljährig. Ah, okay, illegal, also ja. Nein, ich habe die Kreuze gemacht und jemand anderes hat es dann eben gekauft. Unmöglich, echt. Beziehungsweise bezahlt. Sehr, sehr asozial, ja. Total. Da hat jemand Glurak! Glurakrak? Glu. Glurak. So, jetzt nochmal ganz schnell heilen gehen, bevor es zum Boss geht. Wieso? Rein in die Masse wie eine Freiwildgiraffe. Wow. Ja. Was zur Hölle ist eine Freiwildgiraffe? Keine Ahnung, eine Giraffe in der freien Wildnis. Als weißt du mehr. Ja. Ich erleuchte die Gehirne anderer Menschen. Mit einer LED-Taschenlampe. Cordula, was ist das für ein Name bitte? Cordula! Also man kann sich so coole Namen ausdenken für Team Aqua-Leute. Und die kommen mit Cordula. Cordula! Also nichts gegen Leute, die Cordula heißen, aber... Cordula! Naja. Jedes ihrer Pokémon habe ich geone-shotted. Ja, ich leider nicht ganz. Weg mit dir, Schmutz. So, das nächste 2 Kilometer-Ei geht auf, liebe Freunde. Ein Mediti. Eieiei. Ei, Karamba. Und ich habe ein 10er-Ei. Ja, ich habe den Bann geküsst. Was? Den was geküsst? Ja, den Mann hier. Ach so. Und Magneton ist dead. Okay. Jetzt habe ich die geklatscht und jetzt bekomme ich nichts drüber. Ja doch, normalerweise bekommst du hier ein Formio. Ja. Was bringt das? Nix. Es ist ein super unnötiges Pokémon. Cassform. Ja, genau. Aber ganz schön sexuell, das Teil. Ich würde das schon nehmen. Das hat eben auch super verschiedene Formen, super viele verschiedene Formen. Also wenn es schneit, ist es halt eine Eisform. Wenn es regnet, ist es eine Wasserform und so weiter. Schmutz hat keine Weiterentwicklung, brauche ich nicht. Tschüss. Wieso kann das Ding Eiszahn? Es ist so unnötig. Nein, jetzt kommt die Bitch und wir kämpfen. Nein, Maike, nein. Nein, Maike. Blöde Kuh. Gut, dann fetz ich dich weg. Was? Ich kämpfe gerade gegen Käfersammler Gangolf. Ja. Ist das echt ein Name? Ja, natürlich. Scheinbar. Ich heiße zum zweiten Namen Gangolf. Echt? Ja. Ich bin mein erstgeborenes Gangolf. Oh Gott. Egal welches Geschlecht es hat. Oh, aber apropos Sandra, apropos Erstgeborene, nein. Der Corgi. Ja. Wir sind uns ja einig, Cornelius. Ja. Oh, Knackleon entwickelt sich. Cordula. Jetzt habe ich aber letztens nochmal einen Namen gesehen, wo ich mir dachte, auch ganz geil, Quentin.
Quentin? Quentin. Oh, wäre auch süß. Quentin? Also, der kriegt den Doppelnamen. Quentin Cornelius. Ja. Quentin Cornelius Corgibot. Ja! Ja! Das muss man auch genau so aussprechen. Ja. Ah, ich habe dich paralysiert. Es juckt ihn nicht, er fegt mich trotzdem. Beichten eines Pornostars. Kevin zitiert. Ja, genau so. Und anders. Hör endlich auf. Böse Sau, so. Oh, Junge, dieser Icebeam, ne? Mhm. Schießt mit dem Icebeam ins Ohrschlöch. Ja, leck mich doch am Süppchen. Alter, Flammenwerfer, was ist das denn hier für ein graser Scheiß? Ja, das ist ja echt, also hör mal. Ey, ich komme hier einfach nicht weiter. Wo? Die wilden Pokémon lieben mich. Oh mein Gott. Was bist denn du jetzt? Im hohen Gras. Im hohen Danke, Gras. Sandra, das ist eine... Ah, da. Da. Guck mal, was ich neu habe. Hier. Ah, super. Oh. Ich hasse Myrapla. Warum denn? Weil's. Wenn ich sage, mir ist das unsympathisch, so, warum denn? Ich hasse es gerade nur, weil es mich nicht laufen lässt. Ha. Lässt es dich wenigstens rollen. Viel Spaß, Sandra, viel Spaß. Ich zitiere: Ho, ho, ho. Ich mag Kinder, die meinen, sie wären Trainer. Lass uns einen Kampf austragen. Hitzkopf Patrick. Hm. Schickt Snackma in den Kampf. Also Snackma. What the fuck? Okay. Junge, dieses verfickte Fassad. Jetzt kriegst du einen Schmackdown. Alter, Kevin. What the fuck? Die geht mir einfach auf den Sack. Mann! Merkt man gar nicht. Warum sind drei Pokémon so? Ich brauch ein Bier. Oh nein, 5 Tentacher. Nee, ne? Kann jetzt nicht wahr, Schweiner. Das heißt Warzenschwein. Warschwein. Warsteiner wollte ich eigentlich sagen. Warschweiner. Also bei den Känguru-Chroniken war es, das darf doch wohl nicht Warzenschwein. Alter, nicht Warsteiner. Ich hole ein Feuer-Pokémon. Ich finde es so cool. Was? Ich mag's, wenn man sagt, auf Wiederhörnchen. Da muss ich immer grinsen. Schüsseldorf. Nee, das ist cringe. Aber bis auf Wiederhörnchen cringe. Ist cringe. Das ist cringe. Cringe. Das ist richtig cringe. Alter. Wer wird denn mein verficktes Ponita gebumst, Sandra, Alter? Sandra ist auch so jemand, die sagt einfach Mr. Krebs. Sandra! Mr. Krebs. Mr. Alles. Krebs. Mr. Krebs. Hat sein Ende. Nur die Wurst hat 2. Herr Krabbe. Wir sind hier in Deutschland, der heißt Herr Krabbe. Krabbenmeier. Und also SpongeBob darf auch nicht mehr SpongeBob heißen, der ist jetzt einfach Schwammbob Quadrathose. Ja. Mann! Ein Critical! Ja, komm! Kevin, are you okay? Nein! Komm noch mit Super Potion, Alter. Rein da. Balsam auf den Arsch! Okay. Wenn ihr noch einmal ein Feuer. Oh mein Gott, nee. Ja, eine Feuerattacke gegen Pflanzen-Pokémon. Wer hätte das denn gedacht? Arschkopf. Junge! Wie oft darf er denn noch? Okay, er ist weg.
Ich habe noch nie jemanden so intensiv Pokémon spielen hören. Pikachu! Pikachu! Zum Scheißviech, Alter. Ein Doppelkick? Was für Doppelkick? Krieg ich gleich einen Kick in die Musch? Ah! Gewonnen! Blöde Nutz! Konnte man sich im Klimainstitut. Also, wo war das? Wo ist die? Gegen wen hast du jetzt da gekämpft? Gegen Maike. Ach, da, jetzt kommt sie auch bei mir, okay. Meine Viecher waren eh schon so angeschlagen. Sandra, du musst ins Klimainstitut, ja. Oh Gott. Aber leg dich da erst ins Bett. Ja, ich lege mich jetzt auch ins Bett. Dann also. Bist du full, full heal. Nein, wer ist das denn jetzt? Scott. Oh nein, ich kann nicht mehr gehen weg. Nee, Scott will nicht kämpfen. Oh. Scott ist einfach nur ein Stalker-Creep. Blöder Sack. Sandra muss noch kämpfen. Wenn ja, sie gleich wieder kommt, muss sie auch noch kämpfen. Ja. Kevin, Kevin. Oh mein Gott, oh mein ich hab Yasi beschworen! Ich Alter. Hab Yasi beschworen! Was? Ich hab dich beschworen. Wenn Yasi gleich kommt, muss sie auch noch kämpfen. Und dann, dann kamst du und dann so, hello! Ich hab dich beschworen. Rechts. Ja, aber Sand, hab ich vergessen beim Beschwören zu sagen, wo ich hin muss. Hoch oder rechts? Oben. Hoch. Hoch. Ich wollte mal Foto machen. Ich muss es gleich los, actually. Nein. Ja, nein, geh schon. Ich geh zu Jan. Nicht dein Ernst. Warum? Der hatte gestern Geburtstag. Ach, zum Jan. Ja. Stand zu Jana. Ah, ja. Ich dachte so, Alter. Sag nicht, ne? Ich hatte sofort nachdenken. Justin geschrieben. Das ist doch gar nicht deine Nummer. Ach ja. Echt? Nein. Wenn das im Hintergrund zu laut ist, müsst ihr Bescheid sagen. Bescheid. Ja. Nein, Quatsch. Hat er dich richtig hops genommen? Alter, hier sind Baumhauen. Ist es zu laut? Oder? Ja, du bist mir zu laut! Also, ich, für mich geht's noch. Ja, man für mich auch. Man hört es zwar, reicht aber es ist jetzt nicht so... Geht. Dass ich sagen würde. Bitte leiser machen. Jetzt bitte nicht die Schuld. Dann ist das deine Schuld. Keine Natürlich ist deine Schuld. Hallo? Okay. Guckt der Grey's Anatomy? Nein, der guckt in so eine komische Ballerserie. Ist halt nur, yeah. Falls da gleich irgendwie Musik oder so läuft, dass das nicht weggeclaimt wird. Ja. Also ich gehe da jetzt, Leute, ja? Alles klar. Danke für das fürs dabei sein, Kevin. Bis demnächst. Ja, danke fürs da sein lassen und so. Ciao. Ciao. Endlich ist er weg. Ich mach's jetzt noch ein bisschen. Der Alex nimmt halt auf, deswegen wenn da irgendwas. Danke. Vielen Dank. Hat es gesagt, endlich ist er weg. Ja. Oha. Hey, hier ist voll hohes Gras. Ja. Ja, da musst du durch. Boah, das war jetzt aber auch mutig von mir, zu sagen, endlich ist er weg. Ich hatte noch den Streamer-Modus bei Discord an, das heißt, ich höre gar nicht, wenn er weggeht. Bin jetzt einfach davon ausgegangen, dass er weg ist. Na gut. Garados brennt. Natürlich brennt Garados. Natürlich, klar. Mein Garados brennt. Meine Seeschlange brennt. Wait. Ich lass es mal unkommentiert, Alex. Damit will ich zum Arzt gehen. Jetzt müssen wir Werbung machen. Also, wenn es juckt im Schritt, dann ist der nächste Schritt zum Arzt. Ihr wisst Bescheid, Kiddies. Verhütung ist wichtig. Lasst euch regelmäßig untersuchen. Setzt euch nicht auf dreckige Klub. Geschlechtskrankheiten sind nicht lustig. Ja. Okay. Jetzt fühle ich mich gut. Ich habe vielleicht jemandem geholfen, Syphilis nicht zu bekommen. Ich glaube nicht.
Okay. Ach Leute, ich glaube, ich verliere gleich. Wo seid ihr denn? Was macht ihr? Ganz hoch, Yasi, du musst ganz nach oben. Alles nachholen, was wir gerade gemacht haben. Wir haben viel gemacht. Nicht wahr, Sandra? Wir haben schon 3 neue Orden. Wir haben... Ja. Wir haben... ja, wir wechseln gleich schon die Gegend. Holy shit. Mhm. Wie habt ihr das so schnell hingekriegt? Magie. Ist man nicht mal eine Stunde weg? Ja. So, darf ich bitte diesen Kampf gewinnen? Es wäre super freundlich. Nur noch ein Pokémon. Achso, mein Knackleon hat sich übrigens entwickelt, Yasi. Ich habe jetzt ein Vibrava. Alter, krass, was kann das? Also, ich meine, stärker ist er jetzt, aber was... Ja, das ist so eine... Es sieht cool aus. Es sieht einfach aus wie so eine Libelle. Oh, muss ich mir gleich mal zeigen. Und es wird jetzt immer mehr zum Drachen. Eine Libelle mit Brille. Librilldrache. Oh Gott. Nee, das kommt später. Sandra, das kommt noch später. So, ich habe den Kampf gewonnen. Und Fliegen erhalten. Yippie. Echt? Warum bellen Libellen eigentlich nicht? Weil sie liebe Ben. Wow. Ah, schön. Es tut nur ein bisschen weh. Dann geht's ja noch. So, Sandra, wie weit bist du? Ich bin bei irgendeinem Aquatypen. Okay. Frag mich nicht. Noch nicht bei Cordula? Warte. Team Aquarüpel? Nee, der dann nicht. Namen. Nee. Jetzt bin ich bei der Lilahaarigen. Cordula. Genau. Ich kämpfe jetzt einfach mal nicht gegen jeden, damit ich schneller zu euch komme, ne? Wer wird erschossen? Ich will es nicht wissen. Ach ja, Yasi, da wird Supernatural geguckt bei Sandra im Hintergrund und die sind schon viel weiter beim Gucken, als Sandra geguckt hat. Und deswegen ärgern die Sandra damit. Ja. Gemein. Ja, richtig böse. So, und jetzt würde mich mal interessieren, wie weit Yasi ist. Deswegen nehme ich jetzt... Oh mein Gott, hier sind lauter Winguls. Im Haus? Ja. Da bist du. Ah, da bist du. Ja, du, ich kämpfe jetzt mal nicht mit ihm, damit ich... Du kannst kein einziges davon fangen. Damit ich schneller bei euch bin, ne? Das ist nett. Aber da kommen eh noch genug Kämpfe, die du machen musst. Ich kann mich zwischendurch irgendwo heilen. Ja. Dauert aber noch ein bisschen. Also wenn du da bist, musst du definitiv noch ein Stückchen warten. Also gut die Kräfte einteilen. Ja. Yeah. Also ein Pokémon ist schon down. Nice. Vom Gegner. Oh nein, jetzt ist aber mein Kickerboard down. Nicht so nice. Ja. Aber ich habe noch genug. Und ich glaube, ich habe noch einen Beleber. Also wenn es hart auf hart. Oh ja, meinen Simsala kann ich nicht nutzen, weil Psycho immun ist. Bei Unlichts. Beleber. Einmal mein Kickerboard. Und darum ist es auch gut, einem Pokémon nicht nur Attacken eines Typs zu geben. Das stimmt. Deswegen war ich ja so irritiert, als Yasi meinte, sie hat ihrem Simsala alle Attacken gegeben. Von Typ ja. Psycho. Ja. Ja. Hab vor dem Psycho. Kommt bei der Trainerin nur und nicht? Also in der nächsten Arena? Nee,
Nee, sind wir noch nicht. Boah, ich weiß gar nicht gerade. Ich weiß nicht mehr, was die hatte, Sandra. Es tut mir leid. Natürlich. Natürlich vergräbt sich Ninjask im Boden. Natürlich kann das Ding schaufeln. Natürlich. Auch noch sehr effektiv gegen mich jetzt gerade. Natürlich. Ich verstehe nicht. Ich hatte meinen Kekabo auf Level 31 draußen. Hab Zornklinge gemacht. Käferattacke sehr effektiv. Aber hat voll wenig abgezogen. Bei dem Magnaien. Ja. Und dann hat der mich einmal gebissen und nicht Attacke. Und ich war dead. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Frag mich bitte etwas Leichteres. 2 plus 2? Ohne rassistisch zu sein? Ohne rassistisch zu sein, 5? Jetzt müssen wir Yasi auch noch ins Boot holen. Ich fand es auch so echt witzig. Okay. Nein, es gab nämlich jetzt eine Diskussion im amerikanischen TV. Dass Mathematik rassistisch ist. Wer ja, Asiaten besser drin sind. Oh Gott. Nein. Nee, weil es kann in einem Paralleluniversum ja auch eine 5 rauskommen bei 2 plus 2. Und es ist ja kategorisch komplett falsch, das auszuschließen. Es ist falsch, das kategorisch auszuschließen, so. Aber. Und darum ist es rassistisch. Vielleicht beleidigt man in einem Paralleluniversum jemanden damit, das auszuschließen. Es nicht auszuschließen. Maybe. Wäre das dann nicht auch wieder rassistisch? Ja, aber das interessiert doch wieder keinen. So rum interessiert es doch wieder keinen. Aber wäre das dann nicht super rassistisch, wenn man die gar nicht nach ihrer Meinung fragt? Ja. Aber das interessiert ja wieder keinen, der so argumentiert. Bist denn du? Ja, ich war gerade bis zum Winkelhaus unten. Ich bin ja schon wieder weiter. Ja, aber ich war ja bis da unten. Ich habe dich auf dem Weg nicht... Oh Gott, welchem Channel bist du? 2. Ah. Warum hat es gewechselt? Weil du ausgeloggt bist. Ach, stimmt. Ah, da bist du. Mhm. Boah, ist das ein scheiß Wetter gerade hier. Heilige. In-game, ja. So, was hab ich denn? Flinkklaue könnte ich doch noch irgendwem geben. Schattenglas. Zauberwasser. Oh, Zauberwasser. Auch sehr schön. So, ich bin jetzt fertig mit dem Kampf. Wo muss ich hin? Warte. Warte, ich erhole mich nochmal im Bett. So. Stirbt da jemand? Wollte ich auch gerade fragen. In der Serie. Hier hoch. Warte, hier ist ein Item. Kann gut sein. Zauberwasser. Oh. Ja, viel Spaß, Sandra. Das ist der, wo Kevin gerade so verzweifelt ist. Ach nö. Toll. Sein erstes Pokémon ist ein Pikachu. Bei muss mir ich hier runter? Nee, hier. Wechseln. Aber da unten ist ein Item. Aber da muss ich es schon. Also ja, du kannst später noch gegen die kämpfen. Aber storymäßig... Rein? Ja. Und ins Bett. Zum Heilen. Und da ist Vibrava übrigens. Hier, da. Was? Sieht es komisch aus. Nein, es ist wunderschön. Ja. Er muss sich gegen die hier kämpfen. Ja. Hä? Alle komplett auseinandernehmen. Das gesamte Gebäude. Okay. Reiß die Hütte ab. Okay.
Oh, das ist auch noch ein Item. Ach ja, euch sind bestimmt auch diese weißen Balken aufgefallen, die übers Wasser führen, oder? Ja. Dafür haben wir das falsche Fahrrad. Echt jetzt? Dann können wir da gar nicht hin. Darüber kannst du nicht, ne. Aber es sind auch nur so optionale Sachen. Na gut, dafür gibt es ja auch ein paar, wo du ohne Flinkrad ziehen kannst, ne? Genau, zum Beispiel diese Berge da, diese, ne? Ja. Dinger hoch. Vibrava wurde vergiftet, natürlich. Was mich dann nervt, sind diese konstanten Erinnerungen, so es regnet. Das wär mir überhaupt nicht aufgefallen, wenn hier die ganze Zeit Tropfen vom Himmel kommen. So nach jeder Runde, es regnet. Mhm. Das ist wie mit dem Sandsturm in der Wüste so. Der Sandsturm hält an. Ja, danke. Wie war denn gerade die Besichtigung, Yasi? Hol uns doch mal ins Boot. Wir waren eigentlich nur kurz da. Ich meine, wir haben ja nur 70 Quadratmeter, das ist nicht so groß. Sie kamen rein, standen quasi schon in der Küche. Okay. Wurden dann einmal kurz rumgeführt. Dann hat sie die üblichen Fragen. Wie laut es ist, bla bla bla. Überhaupt nicht. Nö. Alle ganz freundlich. Ich habe gesagt, seit Corona ist es nicht mehr ganz so laut. Da sind nicht mehr so viel Besoffene unterwegs. Aber das sind ja Sachen, mit denen muss man halt rechnen, wenn man Stadtmitte zieht, ne? Ja, klar. Aber die waren irgendwie auch ganz komisch unterwegs. Ich habe die nächste Stadt gefunden, aber ich werde mal ein bisschen trainieren gehen noch. Mein Krabscher entwickelt sich. Nice. Beate? Du Sumpack. Wie mein Pokémon-Sand hatte. Ah, okay. Ja, aber man merkt, es ist bei Yasi auf jeden Fall so ein durchziehendes Thema. Mhm. So voll stolz, so. Mhm. Zieht sich wie ein roter Faden durch mein Leben. Und durch die Unterwäsche. Und durch die unter 20-Jährigen. Oh ja. Durch die ganz besonders und durch deren Unterwäsche. Ja. Aber alle über 18, liebe Freunde, alle über 18. Aha. Der arme also Niklas. Also muss man erstmal nachweisen. Und wieder, Niklas, es ist... Ich wollte es immer so. Und es ist... Mal wieder, ne? Super schön. Es geht um Pen and Paper, Leute. Genau. Einfach so ja. Pen and Paper Sachen außerhalb des Pen and Papers für Leute, die keine Ahnung haben. Zu erklären, das ist voll cool.